Erstelle die Funktionsgleichung einer punktsymmetrischen Funktion, die ihren Sattelpunkt bei 5 und minus 7 besitzt. Erst einmal, erstelle die Funktionsgleichung einer punktsymmetrischen Funktion, die ihren Sattelpunkt. Ein Sattelpunkt ist ja ein spezieller Wendepunkt. Also, wenn ich mir hier mal so eine Skizze machen würde, dann würde man ja sehen, ein Sattelpunkt ist ja ein spezieller Wendepunkt und der soll bei 5 und minus 7 liegen. Also hier bei 5 und hier bei minus 7. Und dieser Wendepunkt, das ist ja ein markanter Punkt von dieser Funktion. Also da kann ich schon mal einen Punkt machen. Und da soll jetzt ein Sattelpunkt liegen. Und ein Sattelpunkt ist wie ein Wendepunkt, aber es hat zwei Unterschiede. Ich male dir das mal ganz kurz hier hin. Ein Wendepunkt ist zum Beispiel das hier. Hier ungefähr dreht diese Funktion von einem Rechtsknick auf einen Linksknick. Und hier hat man aber keinen Sattel. Das sieht nicht aus wie bei einem Pferd. Das ist, als wenn das Pferd hier, ungefähr so wäre das jetzt das Pferd, das würde jetzt hier so hochgehen mit den Hufen. So, ja, malen ist nicht so, aber, also du siehst das, ne? Da würde man nicht im Sattel sitzen können, fest. Also das wäre nur ein Wendepunkt. Ein Sattelpunkt ist so wie bei einem Pferd, dass man sich da richtig draufsetzen kann. Also ich gehe jetzt hier wirklich so rein und gehe dann hoch. Dann ist hier auch ein Wendepunkt, aber hier ist die Steigung dieser Funktionsgleichung ist hier 0. Und deswegen kann ich mich hier wunderbar in den Sattel reinsetzen. Das ist dann ein Sattelpunkt. Das sind beides Wendepunkte, aber ein Sattelpunkt ist ein spezieller Wendepunkt. Das solltest du dir merken. So, jetzt mache ich das aber nochmal weg. Wir brauchen einen Sattelpunkt. Also muss die Funktion jetzt hier höher kommen. Da muss ich einen Sattel ergeben, wo ich mich reinsetzen kann und dann muss die Funktion sozusagen wieder hochgehen. So ungefähr so. Und dann hat man hier seinen Sattelpunkt bei eben den Koordinaten 5 und minus 7. Und hier habe ich dann nochmal den Merksatz reingeschrieben aus dem Wissensvideo. Jede Potenzfunktion kann mit Hilfe der Scheitelpunktform verschoben werden. Bei jeder Funktion verschiebt sich der für die Funktion charakteristische Punkt. Und das ist die Ausgangsfunktionsgleichung bei einer Scheitelpunktform. Was bedeutet das jetzt? Also, die Ausgangsfunktion wäre ja die hier. Das wäre einfach eine Funktion, das wäre hier einfach eine Funktion f von x ist gleich x hoch 3. So, jetzt kann man diese Funktion aber verschieben und du siehst das. Wir wollen die Funktion jetzt dahin verschieben, auf die sozusagen drauf. Dann nehmen wir diese allgemeine Form und sagen f von x ist gleich. Naja, und hier ist ja nichts von Stauchung oder Streckung angegeben. Dieses a ist ja der Stauchungs- oder Streckungsfaktor. Deswegen lasse ich die jetzt erstmal weg. Das könnte theoretisch 1 sein. Also einfach 1 mal, aber die 1 könnte man natürlich auch weglassen, ist x minus. Und jetzt brauchen wir das u. Und das u ist immer bei diesem Scheitelpunkt, oder in diesem Fall ist es ja kein Scheitelpunkt, sondern ein Sattelpunkt. Bei Parabeln gibt es Scheitelpunkte und bei kubischen Funktionen gibt es Wendepunkte bzw. Sattelpunkte. So, jetzt ist dieser x-Wert hier von diesem Sattelpunkt ist 5, also kann ich den hier einsetzen, x minus 5. Das Ganze hoch 3, weil es ist ja eine kubische Funktion mit so einem Verlauf, den kenne ich ja. Und jetzt am Ende noch plus v. Plus v am Ende, das v ist aber minus 7, also muss hier hin minus 7. Plus minus 7 ist einfach minus 7, kommt da hinten noch mit dran. Und das ist dann meine fertige Funktionsgleichung in Scheitelpunktform und die siehst du ja auch hier wieder. Und wenn man die dann einzeichnet, das kannst du mit deinem Taschenrechner machen oder mit GeoGebra, das ist ja ein kostenloses Programm, das nutze ich hier zum Beispiel, dann kannst du das einfach einzeichnen lassen. Du kannst es auch selber per Hand im Koordinatensystem mit ein paar Punkten einzeichnen und dann sieht der Graph hier so aus. Was ist das für ein Graph? Hier liegt jetzt also bei 5 und minus 7, das ist ein Wendepunkt, im Grunde genommen aber ein spezieller Wendepunkt, also ein Sattelpunkt mit den Koordinaten 5 und minus 7. Das kann man hier nochmal eintragen. Und das ist hier eine punktsymmetrische Funktion, weil man sieht, dass man hier eine Punktsymmetrie hat, genau in diesem Punkt. Wenn man das hier spiegelt, dann kann man das hier genau hier so drauf spiegeln. Mit ein bisschen Spiegelung und Drehung hat man hier so eine Punktsymmetrie, die sich hier einstellt. So, jetzt habe ich noch ein weiteres Video für dich. Da machen wir es mal andersrum. Dann nehmen wir mal die, gucken wir uns mal die, das Bild an, also die Grafik, das Koordinatensystem mit der Funktionsgraphen und wollen daraus mal die Gleichung erstellen. Ja, jetzt geht es ja hier in diesem Kapitel um die Potenzfunktion und ja, wir haben jetzt die Potenzfunktion erstmal allgemein. Wir werden uns dann auch in folgenden, in weiteren Videos natürlich nochmal die Wurzelfunktion und alles nochmal einzeln angucken. Und die Videos findest du auch bei uns. Aber hier geht es jetzt nochmal um allgemeine Potenzfunktionen. Du weißt, eine Potenzfunktion sieht immer ungefähr so aus. F von x ist gleich...